Hallo ihr Lieben, wie versprochen möchte ich euch heute einen Drogerie-Look, Augen-Make-up-Look oder generell Make-up-Look zeigen. Ich habe mich sehr gefreut über die letzten Kommentare im lila Augen-Make-up-Tutorial-Video und ihr habt mir so süß geschrieben, dass ihr das schätzt an meinem Kanal, dass ich eben mit meinen Produkten arbeite und ich jetzt nicht jetzt tausende glitzernde Paletten vorstellen soll, was ich natürlich auch nicht tun möchte. Jeder hat so seinen Style und ich bleibe natürlich mir auch treu. Aber dennoch gibt es, nicht jeder möchte sich oder kann sich teure Lidschattenpaletten kaufen und möchte doch sich einen schönen, jungen, frischen, zauberhaften Look vielleicht schminken. Und ich habe jetzt mal hier ich nehme mir Nude vor heute. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Palette von Smashbox. Das ist eine kleine Palette, die ist jetzt nicht so irrsinnig teuer wie andere teure Paletten. Das ist eine ganz einfache, simple Palette in Nude, wo man sich einen schönen No-Make-up-Make-up-Look zaubern kann. Und ich war auf der Suche in der letzten Woche nach einer ähnlichen Palette und habe eine gefunden. Ich zeige es euch erstmal zu. Von der Firma Catrice, Nude Blossom, also ich halte die jetzt mal so, wie soll ich das jetzt halten, übereinander, dass ihr das sehen könnt. Es ist ziemlich ähnlich und hiermit möchte ich jetzt einen Look schminken. Ich weiß nicht, wie diese Farben, wie die Pigmentierung ist, ich kenne mich nicht mit Lidschattenpaletten aus und ich mache das für einige Zuschauerinnen, die sich das gewünscht haben, die versuchen eben immer einen Look nachzuschminken, was ich jetzt vorstelle mit diesen meistens High-End-Produkten und dass sie einfach happy sind für die Anregung. Aber ich dachte mir, das muss ja möglich sein, dass man jetzt auch mit Drogerieprodukten, ich weiß nicht, was die Palette gekostet hat, müsste ich jetzt nachschauen. Ich schreibe das unten in die Box. Dann habe ich auch einen Blush gekauft, das ist so ein Rosy Matte Blush, auch von der Firma Catrice. Dann von Essence einen sehr schönen Lippenstift. Der ist so Rosé Nude. Bleiben wir bei Nude, meine Fingernägel. Das ist auch von der Firma Essence Gel Nail. Das ist auch ein Nude-Ton. Und ja, das war's. Nein, ich habe noch so ein Eyebrow. So ein Eyebrow, wie nennt sich das denn? Waterproof ist das. So ein Softing Powder. Das ist auch von der Firma. Okay, welche Firma? P2 hatte ich noch nie was. Bin ich also ganz jungfräulich. Kann ich gleich. Nee, kann ich nicht versuchen. Ich muss mir erstmal. Ich habe mir jetzt kein neues Make-up gekauft, weil ich noch eins habe. Und zwar, ihr kennt das. Also die Mädels, die meine Videos schon länger schauen, diesen Skin Luminizer von Max Factor. Und den trage ich jetzt mal hier auf in dieser Swirl-Technik, so Golden Beige. Der ist, nicht der, die Foundation. Ich muss sagen, die hat ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Vita Lumière Aqua von Chanel, weil die hat diesen kühlenden, tollen Effekt beim Auftragen. Vielleicht liegt es aber auch am Pinsel. Also ich finde, das ist eine ganz leichte, ihr seht das ja wie Smoothie, dass hier rausgeflutscht kommt, eine ganz tolle Textur. Ich mag den unglaublich gerne, obwohl ich wie gesagt ein Fan von The Minerals bin. Das wisst ihr, diese Pigment Foundation. Und in flüssiger Form mag ich eben sehr diese Vita Lumière Aqua, weil die sehr feuchtigkeitsspendend ist. Und die ist ja auch so mäßig abdeckend, man braucht da nicht viel. Gut, wenn man jetzt natürlich starke Unebenheiten abdecken möchte oder Pigmentstörungen, ist es wahrscheinlich zu schwach. Aber ich kann jetzt nur von mir ausgehen und ich finde, die hinterlässt ein schönes, ebenmäßiges Hautbild. Ich habe jetzt mal so ein Banana Powder noch von Revolution gekauft, den kenne ich auch nicht. Ich probiere das jetzt mit euch hier aus und bin gespannt.
Das ist ja so ein Powder, den man jetzt auch auftragen kann, wenn man so ein bisschen zu viel Make-up oder zu viel Rouge aufgetragen hat, um das... das staubt ja ganz schön. Hey, die Makrele. Um das ein bisschen zu mattieren oder ein bisschen von der Farbe zu nehmen. Also ganz, guck mal, wie wenig ich da drauf habe. Ganz voll. Ich möchte lediglich ein bisschen das mattieren, weil es draußen warm ist. Allerdings wisst ihr ja, dass ich nicht so ein Puder-Fan bin. Ich bin ja nicht so die Puder-Tween. Banana-Powder. Jetzt benutze ich von P2 diesen Augenbrauen-Puder und fülle das hier ein wenig auf. Der ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist jetzt die hellste Farbe. So, und jetzt mache ich mich an die Palette. Nein, vorher nehme ich doch diese Lippen von Labello, diese Vanille Lippenbutter und pflege meine Lippen noch ein bisschen, während ich jetzt das Amu zaubere. So, wie gesagt, das ist diese schöne, also damit habe ich öfter schon einen Look geschminkt mit Smashbox und jetzt als Dupe dazu diese Catrice. So, beginnen wir einen Primer habe ich jetzt schon drauf getragen. Ich nehme einen fluffigen Pinsel. Hört sich mal lustig an, so einen fluffigen Pinsel. Einen Verblenderpinsel und gehe in diese Farbe. Das ist so eine Art, ich würde sagen, so ein New Tomaton. Und sehr schön. Hat eine ziemlich starke Deckkraft. Ich glaube, 5 Euro oder so hat die gekostet. So. Jetzt gehe ich in diesen etwas dunkleren Ton, in diesen Acryl-Ton daneben, dann nehme ich einen etwas größeren, einen etwas lockerer gebundenen Pinsel und gehe damit oberhalb der Lidfalte um mein Schlupflid ein wenig zu kaschieren. Also ich bin wirklich, muss ich sagen, angenehm, wirklich angenehm überrascht. Schau doch mal. Diese Palette hier für 4 Euro. Sehr schön. Jetzt nehme ich so einen etwas flacher gebundenen, also dünner zulaufenden Pinsel und gehe in den dunkelsten Ton, in diesem, und fülle so ein bisschen diesen unteren Rand auf und das gleiche mache ich jetzt oben. So, jetzt habe ich, wie ihr gesehen habt, habe ich mit diesem Pinsel habe ich mir so einen imaginären, so einen ganz, ich sag mal, so einen Messi-Lidstrich gezogen, weil es ja ein Puder mit diesem Puder-Lidschatten ist. Und nun nehme ich den, das ist so der dritthellste, das ist so ein, ich würde sagen, das ist so ein Rosé-Silber und helle mir damit den Augenwinkel auf. Also ich bin wirklich, ich bin angenehm überrascht, muss ich sagen. Zumal hier matte Farben drin sind,
Nee, die sind alle ein bisschen glänzend. Dieses Smashbox ist matt. Also es gefällt mir ausgesprochen gut. Und dann kann man noch ein bisschen hier oben als Highlight unter die Augenbraue von diesem, ich würde sagen, das ist wirklich so ein Silberrosé. Schön. So, jetzt mache ich mich mal an meine Wangen. Dafür nehme ich diesen Rosy Matte Blush von Catrice. Der kostet 3,95 Euro. Das sind so vier Farben ineinander. Quatsch, nicht ineinander, nebeneinander, übereinander. Das ist so ein bräunlich und Rosé-Töne. Und die kann man, wenn man das alles miteinander mit einem fluffigen Pinsel mischt, kriegt man dann sehr schönen, rosigen, Rosy Glow Farbton. Das soll ja so ein bisschen nude sein. Und jetzt probieren wir diesen Lippenstift aus von Essence. Kostet 2,25 Euro. Der hat keinen, der nennt sich Matt. 02 Matt. Ja. Die schmecken so unglaublich nach Rose. So, es ist ja ein rosy Nude Look. Und dann habe ich noch was ganz Tolles gefunden bei der Firma NYX. Das ist ein Butter Gloss. Der ist, die Farbe ist Cookie Biscuit. Den kann man so nude auftragen, also ohne alles. Und ich gebe den jetzt mal hier drüber. Der ist unglaublich Buttergloss eben. Pflegend. Und der pumpt, der boostet so ein bisschen die Lippen auf. Ja, also das ist jetzt heute, wie gesagt, ein Versuch mal. Ich werde ja in den Kommentaren lesen, wie ihr das fandet. Also wie ihr die Vorstellung dieser Palette, also dieses Tube Smashbox gegen Firma Essence, riesen zwei Vögelchen auf der Terrasse, Smashbox gegen, also mit der Firma Catrice, also diese Farben sind mehr matt. Eine schöne matte Palette habe ich irgendwie nicht gefunden. Ich wollte jetzt nicht Revolution probieren, die hatte ich schon mal, die habe ich auch verschickt. Ich wollte mal was anderes probieren und die ist neu. Diese Palette ist neu im Regal bei der Firma Catrice im Drogeriemarkt. Kostet, wie gesagt, 4,95 Euro. Dieser Matte Blush kostet 3,95 Euro und der Lippenstift dieser Nummer 200, nee Quatsch, 02 Matt. Also ich würde sagen auch, das ist so ein Rosé, so ein Rosé Nude, 2,25. Und toppen tut die ganze Geschichte dieser NYX Butter Gloss, den ich wirklich sehr, also das ist ein ganz, ganz tolles Tragegefühl. Kostet so um die 7 Euro. Dann habe ich noch verwendet von Max Factor diese Skin Luminizer in Golden Beige mit der Swirl-Technik und zum Abmattieren diesen Banana Powder von der Firma Revolution. Was hatte ich denn noch? Jetzt die Mascara habe ich jetzt nicht vorgestellt. Da habe ich meine alte genommen, das ist jetzt kein Drogerieprodukt, und den Labello. Diese Labello Lippenbutter ist auch sehr, macht auch so ein ganz tolles Lippengefühl. Ich schreibe die Produkte selbstverständlich für euch in die Infobox. Ich hoffe, dass euch der Look gefällt. Also mir gefällt er ganz gut und ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, wenn ich mir das so anschaue. Dieses Augen-Make-up, das ist sehr schön geworden. Gefällt mir sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eine tolle Pigmentierung ist mit so einer starken Deckkraft in diesen doch ziemlich flachen Tönen. Das sind ja nicht solche aussagekräftigen Farben. Die sind eben, ja, sehr verhaltene Farben. Aber man kann, wie gesagt, sehr schön einen No-Make-Up-Make-Up-Look mit, auch mit Drogerieprodukten
auf das Gesicht zaubern. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald. Ciao.